Hallo meine lieben Dreamsnaps-Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gucke ich mir zum 46. Mal eure Dreamsnaps an zum Thema Casita Mirabel und die Widerspiegelung der Gaben der Familie Madrigal in diesem Zimmer, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe es erst dadurch verstanden, dass einer einen Kommentar geschrieben hat, dass es eigentlich um die Gaben geht, also um diese Fähigkeiten dieser ganzen Familie, um die unterschiedlichen. Und die sollten sich eigentlich in den Zimmern widerspiegeln. Ich habe jetzt einfach so einen Casita-Raum gemacht. Also ich habe mich ein bisschen Mirabel-mäßig angezogen und habe es einfach so gebaut, als ob es in der Casita drin wäre, also in diesem Mirabel-Haus, ne? Ja, ich habe da jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Finde es aber jetzt auch nicht so wild, wenn man es nicht gemacht hat. Ich glaube, die meisten werden einfach wirklich einen Casita-Raum bauen. Ich habe den Film auch einmal mal vor ein paar Jahren gesehen. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan. Ich habe das auch gar nicht mehr richtig alles in Erinnerung, ne? Also, falls da wirklich Mirabel Hardcore-Ultra-Fans sind, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von den Bildern haltet. Natürlich ist das ja alles meine eigene Meinung. 30 Bilder wurden wieder eingereicht in meinen Discord-Kanal. Das könnt ihr immer ab Samstag 19 Uhr machen, ne? Oder ab Samstag 18 Uhr. Steht hier oben. 18, 19 Uhr müsst ihr am besten gucken. Ist immer sehr, sehr schnell voll. Also vielen, vielen Dank für euren Mut, das einzureichen. Hier sieht man endlich mal tolle Bilder und sieht, was bei Dreamsnaps möglich ist. Es ist wunderbar. Genau, und ich finde, es reicht einfach auch ein Casita-Zimmer. Wir wollen ja jetzt nicht so kleinlich sein. Ich würde jetzt die einzelnen Gaben vielleicht eh nicht erkennen. Wahrscheinlich von dem Bruder oder von der Schwester oder von der Oma oder sowas. Darum schauen wir uns das einfach mal an, ne? Genau. So, Eilerin. Ja, Casita-Zimmer gebaut, ne? Ich weiß jetzt nicht, welche Gaben das sein sollen. Es ist so ein bisschen blau angehaucht, aber so ein bisschen orange. Ihr Outfit ist jetzt für mich nicht so Casita-mäßig. Ich kann es jetzt leider nicht so bewerten, ob da jetzt einer so aussieht in dem Film. Schreibt das da alles mal gerne rein. Es sieht aber an sich auf jeden Fall gut aus. Mir würde jetzt vielleicht ein bisschen Mirabel fehlen. Also ich würde einfach Mirabel noch mitnehmen, ne? Man könnte es natürlich noch Casita... Also es ist sehr sandig, sehr bläulich. Es geht so ein bisschen in die Wüsten-Atlantis-Richtung. Ich weiß nicht, ob es zu weit mir weg wäre von Casita oder ob es im Film auch so ist. Das kann ich jetzt leider wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Ne? Müsste man gucken. Schreibt es gerne in die Kommentare. An sich aber ein gutes Bild, denke ich. Ja, ich bin jetzt leider nicht der Mirabel-Experte. Telly, ja, da kann ich schon mal ein bisschen besser bewerten. Das wirkt für mich schon mal so ein bisschen mehr wie Mirabel und Casita. Ne? Die Klamotten passen so ein bisschen besser dazu. Mirabel ist am Start. Ne? Wasserfälle drin, viel grün. Also ich habe jetzt auch mich an diesen Beispielbildern oben orientiert. Da waren ja auch viele Pflanzen, viele Farben. Und so hast du es auch gut hinbekommen. Es ist gut beleuchtet, die Pose ist schön. Hier oben diese Girlande hätte ich auch so gerne. Die ist auch noch aus dem ersten Sternfahrt. Die habe ich immer noch nicht. Die sollen sie mal gerne anbieten. Darauf warte ich immer noch. Viele Pflanzen, der Boden passt, die Tapete... Ne? Ist so ein schönes Bild. Das würde es für mich eher treffen als das da oben. Aber vielleicht ist das da oben näher am Film dran. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin jetzt ganz unvoreingenommen und naiv. Okay, es gibt anscheinend wohl irgendwas mit Sand. Okay. Ne? Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Toll dekoriert. Ne? Also es ist irgendwas mit Sand und Wüste gibt es da anscheinend bei der Casita. Outfit ist sehr, sehr schön. So ein Kleid. Ne? Paar Blümchen. Hier diese Hängestühle sind toll. Toll dekoriert. Sehr, sehr schönes Bild. Die Fenster sind klasse. Richtig, richtig cool. Ne? Bisher das beste Bild, finde ich. Schmetterlingchen. Ne? Es geht ja um Dekoration, trotzdem bewerte ich aber noch das Outfit und so weiter. Das muss für mich dann auch immer irgendwie zusammenpassen. Sie hat sich so ein bisschen 1920er Jahre angezogen, auch schön dekoriert. Pflanzen, Holz, finde ich sehr, sehr schön. Mirabel ist am Start. Oh, mit dem Glitzer, man sieht auch die Decke nicht so. Ne? Ein bisschen diese Glühwürmchen, Lämpchen, auch ein schönes Ding. Ja. Lina. Das sieht auch richtig gut aus. Lina, auch schön, schönes Bild. Sehr, sehr grün. Sehr viel Pflanzen verbunden. Mirabel dabei. Das Outfit passt schön mit diesem Rock. Ne? Das Beet, ich finde es ein bisschen störend, dass man das Beet unten sieht. Also diesen Betonsockel, das ist, ich versuche das mal ein bisschen zu verstecken. Ist aber gar nicht so schlimm. Gefällt mir auf jeden Fall auch mit den Glühwürmchen sehr, sehr gut. So sieht es auch ein bisschen aus wie Feuerwerk in der Wohnung, diese Glühwürmchen. Fluffy Panda, auch mega toll dekoriert. Viele Pflanzen, das Outfit ist crazy. Mann, ich müsste eigentlich den Film nochmal gucken, um das richtig bewerten zu können. Wahrscheinlich sind das wirklich alles so Filmszenen oder wirklich diese Gaben der Familie Madrigal. Mirabel ist am Start auch gut getroffen. Toll dekoriert mit Wasserfällen, Pflanzen, toller Boden. Ja, sieht auch mega gut aus, ne? Queen... Darum ist es jetzt ein bisschen schwer von mir zu bewerten. Ja, auch ein schönes Bild. Du hattest auch das Problem mit dem Licht, ne, mit den Fenstern. Schöne Pose, schönes Klamotten, schön dekoriert, viele Pflanzen, Mirabel am Start. Ja, auch wunderbar, wunderbar. Alita Nixe.
Bisschen andere Kameraperspektive genommen. Outfit passt auf jeden Fall. Hier Mirabelle ist am Start. Bisschen weniger dekoriert, bisschen weniger Pflanzen, bisschen weniger Tamtam. Kann man auf jeden Fall auch noch machen, ne? Ja. Ich finde, die Kameraperspektive, ja, habe ich auch so ein bisschen schräg gemacht. Ich würde dir noch so einen anderen Gesichtsausdruck geben, dass sie auch so ein bisschen mehr vielleicht in die Kamera guckt. Das finde ich noch ein bisschen schöner. Vielleicht auch mit einer Pose. Finde ich noch mal ein bisschen interessanter, ne? Man könnte natürlich da noch ein paar Blüten, ich würde da noch mehr Pflanzen, glaube ich, sogar hinmachen. Vielleicht hast du ja noch ein paar Zimmerpflanzen oder so, damit das noch so ein bisschen grüner wirkt. Vielleicht noch so ein paar Laternen oben oder so. Das könnte man noch verbessern. Ventus. Okay, ich weiß nicht, ist das noch ein Madrigalbild? Ich weiß es nicht. Also, das wirkt für mich eher wie Ariel unter Wasser. Vielleicht hat da einer eine Wassergabe oder sowas. Ich weiß halt nicht, ob es zu weit schon vom Thema weg ist, ne? Ich glaube, die Leute werden sowas halt abstrafen, weil du halt fast nichts mit Mirabelle hast, außer Mirabelle, ne? Ich würde jetzt halt auch volle Pulle sagen, das ist ein Ariel unter Wasserbild. Oder Atlantis-Bild. Ich würde jetzt nie und nimmer auf Mirabelle und Casita kommen. Nie und nimmer. Also, ich weiß nicht, ob es im Film so vorhanden ist, aber ich würde noch so ein bisschen versuchen, das etwas Casita-mäßiger zu bauen. Vielleicht mit einem Holzboden, noch ein paar Möbel von Mirabelle. Ich würde es nicht ganz so unterwassermäßig machen. Versuch das vielleicht mal. Ich glaube, das wird sonst abgestraft, weil es ist ein bisschen sonst am Thema vorbei. Meiner Meinung nach, Riku. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne den Film jetzt nicht mehr so richtig gut. Ja. DJ Gigi. Schreibt gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt darauf. Ja, das ist natürlich ein bisschen madrigalmäßiger, ne? Mit den Pflanzen, ne? Mit dem Kleid. Ich glaube, das haben auch viele einfach gemacht. Ich glaube, die 80-90%, wenn die auf die Gaben gepfiffen haben, wirklich einfach ein Madrigal Mirabelle-Zimmer gebaut haben, Casita-Zimmer. Ich glaube, da fährt man auch am besten mit. Da würde ich auch gar keine Experimente eingehen. Baut einfach ein Casita-Zimmer. Ein schönes. Ich glaube, das passt einfach schon so. Ne? Auch schön mit Mirabelle, schön dekoriert. Viele Pflanzen, viele Möbel, die passen gut zueinander mit den Säulen. Ja, auch schön. Schöne Pose. Bisschen Lachen, ne? Bisschen Lebensfreude gehört ja auch dazu. Jetzt Patrick. Auch schön dekoriert, ne? Gute Tapete, guter Boden, Wasserfall, Outfit passt auf jeden Fall, ne? Mirabelle ist, ich finde schon, wenn Mirabelle da ist, ist auch schon richtig gut, darf man nicht vergessen, finde ich. Auch schön dekoriert, viele kleine Details, die Möbel passen, bisschen Glitzer oben, wunderbar. Hier Faye passt auch mit ihrem Poncho Mirabelle dabei, sogar draußen gebaut, ne? Kann man natürlich auch machen. Kann man natürlich auch machen. Es geht natürlich so ein bisschen die Zimmerillusion verloren, ne? Durch diese grünen Wände und man sieht oben die Bäume. Muss man natürlich aufpassen. Da ist aber natürlich eine geile Beleuchtung mit den Tieren und so weiter. Da ist natürlich mehr möglich. Die Möbel passen. Man muss nur aufpassen, dass es nicht... Also ich weiß nicht, ob es das Thema so ein bisschen verfehlt, weil es ja in der Wohnung eigentlich sein soll. In der Casita. Ne? Aber es... Ja, man kann es auf jeden Fall machen. Man muss nur aufpassen, dass man den Casita-Charme nicht verliert, ne? Aber sonst schön natürlich. Auch mit den Blümchen vorne. Frankie Boy, ne, auch den Poncho wollte ich auch erst anziehen. Ich fand ihn so ein bisschen, der hat mir nicht so gut gefallen. Darum hatte ich so ein engeres Top genommen oder so ein, ja, ich glaube so ein Top war das, so ein T-Shirt, ne. Mirabelle dabei, aber Outfit passt natürlich, hier mit Wasserfällen so ein Zimmer gebaut, ne, geht auch. Oder Wasserfälle im Zimmer hingebaut, das ist eine Tür, es ist auf jeden Fall nicht draußen gebaut. Gut beleuchtet, wie kriegst du so eine Beleuchtung, in welche Fenster hast du genommen? Weil du hast gar keine Streben hier als Schatten, finde ich voll gut, ne, auch ein gutes Ding. Rosa-roter Alltag, auch schön dekoriert, ne? Ich glaube, hier ist ja zum Beispiel jetzt auch keine Gabe vertreten. Ich glaube, das wird einfach ein allgemeines Casita-Zimmer sein. Möbel passen, genau das Gestell habe ich draußen noch vergessen. Stimmt, das habe ich in der sonnigen Ebene stehen. Tapete passt, ne? Pflanzen schön hier ein paar. Die Teppiche sind gut, das Bett, Mirabelle, Klamotten passen, wunderbar. Kann man doch nicht meckern. Chromia natürlich auch sehr. Im Endeffekt, viele der Bilder ähneln sich natürlich sehr, sehr stark. Man sieht natürlich immer dieselben Möbelstücke. Man sieht natürlich dieses Glitzer von den Glühwürmchen. Es sieht natürlich alles sehr, sehr ähnlich aus, aber es sieht sehr, sehr gut ähnlich aus. Klamotten passen. Genau, so Top habe ich auch ungefähr angezogen. Pose schön, Mirabelle gut beleuchtet. Glitzer, ein paar Pflanzen, ein paar Lampen. Eine Küchentheke, die ist auch wunderschön. Die passt sehr, sehr gut da rein. Ne? Ja, finde ich auch ein schönes Bild. Ottel hat auch ein schönes Bild gemacht. Bisschen Glitzer auf Boden, Mirabelle, ne, Klamotten, die Tapete, Boden passen, ein paar Pflänzchen, sie lächelt hier gut mit den Klamotten, passt auch, ey, was soll man sagen, Just Bubble, das ist aber ein bisschen verschwommen, aber ich meine Brille vergessen, auf jeden Fall gut dekoriert, ich glaube, du hast irgendeinen Filter, ja, du hast irgendwie so einen Filter genommen, ich würde, also ich persönlich lasse immer Filter eigentlich komplett weg, natürlich kann man mal einen nehmen, aber ich finde, der macht das so ein bisschen verschwommen irgendwie, ich weiß nicht, ob du dir damit so einen Gefallen tust, ne, ansonsten gut dekoriert. Ich finde jetzt diese dunklen Bücherregale so ein bisschen unpassend. Die wären mir so ein bisschen zu düster, muss ich sagen. Da würde ich vielleicht noch was anderes hinstellen. Ich würde auch noch mal so einen anderen Boden nehmen. Vielleicht hast du ja noch mal so einen Holzboden oder sowas, ne?
Ansonsten, ja, ich würde hier vielleicht auch noch so ein paar Blumen machen, noch mehr Pflanzen und so weiter hin, wenn du welche hast. So ein paar Zimmerpflanzen oder so. Und ich würde, glaube ich, den Filter weglassen. Ne? Aber ansonsten gutes, solides Ding. Just Bubbles. Soraya passt auch. Genau, der Boden ist zum Beispiel auch viel besser als dieser Teppichboden. Ne? Mit der Tapete passt, die Pflanzen natürlich wieder. Klamotten passen, Mirabelle. Ne? Ich würde hier vielleicht vorher noch so ein paar Pflänzchen oder so machen. Aber auch ein schönes Bild. Ja. Es ist halt ein bisschen blöd, dass ich diese ganzen Gaben und so weiter nicht kenne. Aber ich sehe jetzt auch nicht viele verschiedene Gabenbilder. Also die meisten haben es relativ gleich gebaut und eher allgemein gehalten. So wie ich. Ja, Hauptsache Casita. Mirabelle dabei, Outfit passt. Bisschen schattig, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Sonne gewünscht irgendwie. Aber ist immer schwer im Zimmer. Baumstamm, bisschen Küchentheke, die Möbel dahingestellt. Ne? Ja, ein bisschen mehr Sonne wäre noch schön. Der Schatten ist so ein bisschen dominant und dadurch wirkt das natürlich sehr, sehr dunkel. Vielleicht noch ein Fenster hinmachen, andere Fenster vielleicht nochmal nehmen oder so. Tageszeit vielleicht nochmal wechseln, aber an sich sonst auch ganz gut. Auf jeden Fall. Susan ist am Start. Hier auch gut beleuchtet, die Lampen passen gut. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Grünzeug an die Decke gegangen, Mirabelle dabei. Die Möbel passen schön dazu, ne? Ja, man könnte vielleicht noch ein bisschen was an die Wände machen. So grün, so Pflanzen wäre noch ganz cool. So grüne Pflanzen, die ihm noch so ein bisschen reinragen oder sowas. Auch hier vorne könnte man natürlich noch ein bisschen machen. Ja. Okay, es gibt irgendwas mit Unterwasser auf jeden Fall bei Mirabelle. Die haben jetzt wieder ein Unterwasserbild, wo ich auch nie auf Mirabelle kommen würde. Aber es scheint irgendwas mit Unterwasser zu geben anscheinend. Es wäre für mich halt auch Hardcore ein Ariel-Unterwasserbild. Ne, auf den ersten Blick. Ich weiß halt nicht, ich habe Angst, dass die Leute sagen, ui, das ist mir am Thema vorbei. Ich würde das auch schon fast sagen, weißt du? Aber es kann sein, weil ich halt den Film nicht kenne. Die Hardcore-Fans werden sagen, ja, das kenne ich. Das ist das Kleid von Mamacita Cusita. Und das ist die Küche von ihr. Keine Ahnung. Für mich wäre es ein Ariel-Unterwasserbild. Aber es sieht gut aus. Mir würde vielleicht noch Mirabelle fehlen. Das würde sich ja anbieten, dass man zumindest noch ein bisschen eine Mirabelle-Verbindung vielleicht irgendwie drin hat, ne? Aber mit dem Wasser hier ist ganz cool gemacht und so weiter. Ich würde aufpassen. Ich glaube, solche Bilder kommen halt besser an, weil man einfach die Casita eher erkennt. Und für die meisten ist Casita und Mirabelle ein buntes Haus, sozusagen. Ne? Aber mal gucken, was ihr kriegt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Daniela auch sehr, sehr gut mit Mirabelle. Schön dekoriert, Pflanzen. Die Klamotten passen, die Möbel passen. Auch ein schönes Ding. Cindy74, ja, wir rasen heute ein bisschen durch. Ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll, großartig, weil ich halt die Gaben nicht kenne. Habe ich ja schon so oft gesagt. Es sieht halt auch sehr schön aus. Sie sehen ja auch alle toll aus, die Bilder. Toll beleuchtet, toll dekoriert, die passenden Möbel ausgewählt, die Klamotten passen. Gut beleuchtet, Mirabelle genommen, auch schönes Bild. Auch schönes Ding, auch Cinderella finde ich hier sehr, sehr schön. Gefällt mir auch richtig gut. Ne, mit den Pflanzen oben. Klamotten passen auch cool, dass du diese Pose hast. Das sieht so aus, als ob du springen würdest. Mirabelle dabei, Fenster, Schaukel, Pflanzen da drin. Ne? Ja, die Rotstatue irritiert mich ein bisschen, aber passt. Let's go. Ich bin jetzt auch nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch nicht der große Zimmerbild-Fan. Ich mag eher so Bilder draußen. Ja, weil man sieht ja auch, die Bilder sehen halt relativ gleich auch immer aus, diese drinnen Bilder. Ne? Aber auch hier Tapete passt, Boden passt, Klamotten passen, Mirabelle passt. Die beiden gucken sich ein bisschen an. Ne? Bisschen Beleuchtung, bisschen Pflanzen. Man könnte vielleicht noch andere Möbel nehmen. Vielleicht hast du ja noch diesen Schrank von Mirabelle oder sowas, ne? Ja, da könnte ein bisschen noch Fenster, würde ich zum Beispiel auch noch hinmachen. Genau, hier vielleicht noch ein Fenster hin. Das sieht dann nochmal ein bisschen besser aus und so weiter. Würde ich vielleicht auch nochmal ein bisschen machen. Juni Capricorn. Auch sehr, sehr schön mit Mirabelle. Klamotten passen. Schönes Bett. Natürlich, dieses Bett habe ich übrigens gar nicht. Von wo ist das? Das habe ich gar nicht. Das war auch auf dem Beispielbild drauf. Genau, hier sind auch Fenster. Sieht gleich viel, viel besser aus. Ein paar Blümchen, Teppich hier. Die Wand, ja, ich finde, hier ist stärker. Hier wird es ein bisschen zu schwach, weil hier hast du einfach nur eine grüne Wand, ne? Ich glaube, ich würde das hier besser finden. Würdest du hier nochmal richtige Tapete machen, hier nochmal ein bisschen was hinstellen. Aber es sieht trotzdem gut aus. Es wirkt dann halt nur so ein bisschen monoton und dunkel, weil du einfach nur diese Efeu-Wand hast. Also hier finde ich es stärker, das Bild. Nach hierhin wird es ein bisschen schwächer, aber trotzdem sehr, sehr schön. Sieht auch richtig gut aus. Kerstin. Auch ein schönes dekoriertes Zimmer mit Fenstern ein bisschen. Obwohl dieses Universum nicht so ganz reinpasst, finde ich. Irgendwie, das würde eher zu Toy Story oder Stitch irgendwie passen. Aber auch gut dekoriert, ein paar Pflanzen. Die Möbel passen, gute Farben. Ne? Ja. Miss Tovanda natürlich. Sehr, sehr grell, sehr, sehr grell. Da würde mir auch Mirabelle leider fehlen, so ein bisschen. Ne? Outfit ist aber gut. Dieses Universumstapeten, diese Universumstapete, weiß ich auch nicht, ob die da reinpasst. Ob es da irgendwie so eine Galaxiebegabung gibt, dass das irgendwie passt. Würde für mich so ein bisschen rausstechen irgendwie. Aber sonst natürlich auch schön dekoriert und so. Es passt schon alles. Ne? Es ist ein bisschen übergrell, so überleuchtet. Und Tapete will ich vielleicht noch mal gucken. Aber vielleicht passt es ja zum Film. Das weiß ich leider nicht, ne?
Miss Undercover auch schön dekoriert, ne? Mit dem Sand, mit diesem Sandfall. Klamotten passen, Mirabelle, die Fenster, Tapete, Boden, das passt ja gut mit den Blümchen vorne. Ja, ist auch so schön. Bisschen Glitzer oben, das nehmen auch jetzt alle, ne? Ich glaube, jetzt sind diese Lampions out. Glühwürmchen sind jetzt in. Isabelle in Wonderland, auch sehr schön, ne? Ja, viele Pflanzen. Klamotten passen, das Bett passt, ne? Ich würde vielleicht noch so ein paar Mirabelle-Möbel hinstellen. Vielleicht noch so einen Schrank oder sowas. Aber ansonsten sieht es auch gut aus. Viele, viele Fenster muss man mögen, so viele Fenster. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zum Gewächshaus wird. Aber vielleicht gibt es so ein Gewächshaus auch so ein bisschen im Film. In Encanto. Ich weiß es leider nicht. Sabri Sari. Auch wieder ein mega klasse Bild mit Mirabelle, die Klamotten passen. Es ist so ein bisschen düsterer tatsächlich. Es geht so ein bisschen in die Halloween-Richtung. Also hier ist es hell, hier wird es so ein bisschen dunkler. Gibt's das so im Film? Schreibt's gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Sieht aber sehr gut aus. Toll beleuchtet. Klasse dekoriert. Auch wunderbar, ne? Anna Kaffeekanner sieht auch super aus. Eine Pose. Ist auch, glaube ich, die Lieblingspose jetzt von allen. Ich mag die aber auch sehr, sehr gerne. Mirabelle passt gut dekoriert mit Pflanzen, mit den Möbeln. Ja, sieht auch super aus. Ja, Ariana sieht auch sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Mal ein anderer Boden tatsächlich. Mal nicht so ein Holzboden oder dieser Steinboden. Auch klasse dekoriert, ne? Mit Mirabelle. Da würden mir auch vielleicht so ein bisschen Fenster noch fehlen irgendwie hier, ne? Das sieht sonst so ein bisschen abgeschlossen aus ohne die Fenster. Ich glaube, mit Fenstern wirkt das so ein bisschen realer, dass es auch so wirklich so ein Zimmer ist. Aber Klamotten passt, ein paar Blümchen vorne. Man sieht auch diese Beete nicht, das mag ich immer gerne. Mit dem Schrank und so weiter. Auch schön, ist Ding gut beleuchtet, gute Pose. Jessie Cherie auch richtig, richtig schön. Gefällt mir auch toll dekoriert hier mit diesen Blümchen. Mit Fenstern und so weiter, Wasserfall, Klamotten passen, Mirabelle passt, auch eins der schönsten Bilder, mag ich auch sehr, sehr gerne. Sabine ist auch sehr, sehr schön, bisschen pinklastiger, Klamotten passen, der Boden passt, Tapete passt, Fenster schön eingebaut, Bett passt, Mirabelle dabei, bisschen Glitzer vorne, guck mal, aber keine Glühwürmchen genommen, das wundert mich. Bisschen Lämpchen, auch ein sehr, sehr hübsches Bild, mag ich auch sehr gerne, auch mal ein bisschen rosa drin, das mag ich, das finde ich klasse. Andy Bru. Boah, das sind wir heute wirklich schnell durch, ne? Ja, Klamotten passt natürlich. Ne? Über die Funken fliegen, Blümchen. Ich würde halt immer ein bisschen aufpassen mit diesen Betonsockeln. Die gefallen mir halt immer nie so. Ist Geschmackssache vielleicht. Ich würde die immer so ein bisschen verstecken. Weil das sind immer so draußen Dekorationssachen. Das sind ja praktisch Beete. Und das sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn die Beete in der Wohnung sind. Ich mag das immer lieber, wenn man nur die Blümchen vorne so sieht, ne? Aber ist Geschmackssache. Viel Glitzer mit den Wasserfällen, das passt natürlich, ja. Ne? Afrika-Feeling. Ja. Und das letzte Bild, das sind wir schon angekommen, Mitzi Blue sieht auch mega gut aus, ne? Also ich weiß nicht, ob die Klamotten jetzt noch Casita, Mirabelle, Encanto-mäßig sind. Das kann ich, glaube ich, wirklich nicht bewerten. Keine Ahnung. Aber es sieht natürlich auch prachtvoll aus. Mit dem Bett, mit den ganzen Blümchen, ne? Mit den Blumenbeeten, wie gesagt, Geschmackssache, Tapete passt, das Glitzer passt, Pflanze passt, sieht auch sehr gut aus, ne? Alles klar, vielen, vielen Dank fürs Einreichen. Danke, danke, danke schön. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt heute keine fachkundige Bewertung geben konnte. Ich konnte jetzt einfach nur sagen, ob im Allgemeinen die Bilder gut aussehen, ja. Manches fand ich so ein bisschen vorbei an Mirabelle Encanto. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich würde das zum Beispiel jetzt als Mensch, der es nicht so kennt, ich würde sagen, das ist am Thema vorbei. Also ist natürlich euer Risiko, was hier eingeht. Ich würde einfach normales Casita-Zimmer bauen. Weißt du, da gehst du kein Risiko ein. Die Leute wissen Bescheid, was es ist. Es sieht nach Mirabelle aus. Diese ganzen Unterwasserbilder, schwierig. Mal gucken, was ihr dafür bekommt. Aber ich glaube, man darf sich nicht wundern, wenn es da nur 600 oder 900 Mondsteine sind, weil die Leute das nicht checken. Weil viele kennen den Film, glaube ich, auch nicht so richtig gut. Weißt du? Jetzt gehen wir doch mal die besten Bilder durch. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Finde ich auch geil. Das finde ich auch cool. Das finde ich richtig, richtig schön. Auch toll. Finde ich auch cool. Sie ähneln sich natürlich alle sehr. Sie sind sehr, sehr bunt. Es sind natürlich immer dieselben Versatzstücke an Möbeln und so weiter. Ja, das sind natürlich immer Details, die vielleicht bei dem einen besser sind, bei dem anderen weniger gut. Auch richtig cool. Ich hoffe, es gibt's alles bei Encanto. Wahrscheinlich, Sabri Sari. Du kennst dich aus. Auch ein Megabild. Auch toll. Hier ein bisschen zu überbelichtet und Mirabelle würde mir noch fehlen. Und ich weiß nicht, ob die Tapete so passt. Ne? Hier weiß ich auch noch nicht. Wegen der Wand muss ich mal gucken. Auch schönes Bild, auch schön. Die sind ja alle wirklich schön. Wie gesagt, Choco Kate, schreib da gerne mal deine Meinung rein. Vielleicht gibt es da einen mit der Gabe unter Wasser. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, als fremder Mensch würde ich sagen, hä, das ist doch Ariel. Nee, da stimme ich nicht für ab. Dann lieber hier also ein normales Bild von Madrigals, von Encanto, weißt du? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Bibi könnte noch ein bisschen Sonne vertragen. Das finde ich auch sehr schön. Hier würde ich den Filter vielleicht wirklich noch ändern und vielleicht noch einen anderen Boden, falls du ihn hast. Hier auch sehr, sehr schön. Das finde ich auch schön.
Auch sehr cool, auch cool gemacht, auch wunderschön. Mal gucken, wie das rüberkommt, obwohl das ja kein echtes Zimmer ist. Vielleicht erkennen das auch viele gar nicht. Auch sehr, sehr schön. Oh, die sind alle geil. Hier muss man aufpassen. Es gibt aber anscheinend irgendwas mit Unterwasser. Mal gucken. Ne? Auch sehr schön. Das gefällt mir auch richtig gut. Auch klasse. Auch die sind halt wirklich alle super. Das ist auch richtig schön. Auch toll. Auch toll. Also sind die auch geil. Ne? Obwohl das auch für mich sehr, sehr weit vom Mirabelle weg wäre, weil vor allem Mirabelle ist nicht drauf. Und ich weiß nicht, was das für Gaben sind und wer die Person ist mit dieser Pilotenjacke. Ich glaube, es hat da mal einen gegeben. Vielleicht gucke ich mir noch mal ein paar Bilder an. Vielleicht checke ich es dann auf jeden Fall. Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke, danke, danke schön fürs Einrichten. Alles tolle Bilder. Wirklich, alles richtig tolle Bilder. Ich bin sehr schon auf eure Ergebnisse. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.